Servus YouTube und herzlich willkommen hier nach etwas längerer Zeit mal wieder zu einem neuen FIFA 20 Karrieremodus-Experiment. Also ich weiß zwar nicht, wie viele Leute von euch da draußen sich für Basketball interessieren, geschweige denn etwas mit der NBA anfangen können, aber ich denke mal, es werden genug Leute da draußen sein, die etwas mit einem All-Star-Game anfangen können. Beim All-Star-Game der NBA ist es so, dass die besten Spieler einer Conference, also quasi einfach einer Liga, in dem Fall die Eastern Conference, gegen die besten Spieler der Western Conference oder auch eben einfach gesagt der anderen Liga, in einem Spiel gegeneinander antreten. Und damit kommen wir auch schon zur Idee fürs heutige Karrieremodus-Experiment, denn wir werden uns die Frage stellen, was wäre, wenn alle Top-Ligen der Welt allesamt ein All-Star-Team hätten und diese in einer Liga gegeneinander antreten würden. Bevor ich euch jetzt die Mannschaften präsentiere, vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben dazulassen. Würde mich extrem freuen, weil es natürlich auch in gewisser Art und Weise diesen Aufwand entlohnen würde, den dieses Experiment eben nun mal gebraucht hat. Zu guter Letzt, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst das Abo nicht, Glocke aktivieren, um auch in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt mir natürlich auch gerne Vorschläge für weitere Experimente unten rein in die Kommentare. Und da würde ich sagen, beginnen wir jetzt einfach mal in dem Fall mit unserer Liga, nämlich dem All-Star-Team der Bundesliga. Und so sieht das Ganze dann aus. Mit einer Dreierkette natürlich sehr dominiert vom FC Bayern, aber wir haben ja auch vier Spieler von anderen Vereinen in der Startelf mit drin. Unter anderem natürlich im Sturm Timo Werner, auf der 10er Position Marco Reus, im rechten Mittelfeld Jadon Sancho und in der Innenverteidigung sonst noch Mats Hummels. Zum Rest der Startelf muss man, glaube ich, nicht allzu viele Worte verlieren. Einfach aus dem Grund so, es ist halt einfach quasi so vier andere Spieler und sonst halt die normale Bayern-Startelf. Auf der Bank sieht das Ganze dann relativ ähnlich aus. Da haben wir drei Spieler von anderen Vereinen und sonst eben überwiegend Bayern-Spieler. Unter anderem ist Haaland am Start, daneben auch Thomas Müller, Kingsley Coman, Witzel eben vom BVB. Dann haben wir tatsächlich auch einen Spieler von Borussia Mönchengladbach am Start als Backup-Keeper mit Jan Sommer. Und zu guter Letzt dann auch noch mit Havertz und Roussillon zwei Spieler von unter anderem Leverkusen und Wolfsburg. Zum Abschluss kann man vielleicht noch sagen, dass sich diese Mannschaft definitiv nicht verstecken muss. Also wir sehen hier schon, wir haben hier auch solche eben hohen Gesamtstärken wie von Lewandowski mit einer 91, Neuer mit einer 89 und ansonsten seht ihr auch schon den Rest der Mannschaft. Ist wirklich eine starke Truppe und ich bin sehr gespannt darauf, wie die All-Stars der Bundesliga performen werden. Was uns dann jetzt also zu den nächsten All-Stars bringt, es geht nach England zum All-Star-Team der Premier League. Hier ist es natürlich anders als in der Bundesliga, da dominiert nicht nur ein Verein, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch, Liverpool dominiert die Saison, aber ihr wisst, was ich meine, es gibt mehrere Top-Teams, dementsprechend besteht so eine All-Star-Truppe eben auch aus mehreren Spielern von mehreren Vereinen. Aguero in der Sturmspitze mit einer unfassbaren Flügelzange vom FC Liverpool mit Salah und Mané, die beide eine 90 haben. Dazu das Mittelfeld einfach extrem brachial, Kevin De Bruyne für die Kreativität, Pogba eben als Box-to-Box-Spieler und Kanté eben als Abräumer. Und bis auf Laporte haben wir hier eigentlich die standardmäßige Liverpool-Defensive mit Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson und natürlich Alisson im Tor. Man merkt natürlich auch schon im Vergleich zur Bundesliga, ist es vielleicht noch ein anderes Niveau, was die Gesamtstärken angeht. Da hast du selbst so einen Harry Kane auf der Bank, daneben noch einen Sterling, Fernandes mit einer 86, Rodri eben noch dazu, Pereira von Leicester City mit einer 84, 86er Gesamtstärke mit Alderweireld und einer 88 von Ederson. Und selbst in der Reserve hast du dann so einen Bernardo Silva mit einer 87er Gesamtstärke. Der wäre in der Bundesliga 11 eigentlich Stammspieler. Definitiv einer der Favoriten, was uns dann jetzt also nach Frankreich zum All-Star-Team der Ligue 1 beziehungsweise einfach zu Paris bringt. Ja, das ist die All-Star-Mannschaft von Frankreich. Es ist halt wirklich komplett kurios, dass hier einfach eine komplette Startelf von Paris Saint-Germain bestehen bleibt und auf keiner einzigen Position ein einziger Spieler von irgendeinem anderen Verein aus der Liga auch nur besser wäre als ein Paris-Spieler. Auf der Bank haben wir zwar noch Payet, Bakayoko, Lopez und Lala, sowie in der Reserve Denaya, Awa und Thauvin. Aber sonst muss ich, glaube ich, nicht viele Worte zu dieser Startelf verlieren, weil es ist halt wirklich einfach die stinknormale Paris Saint-Germain-Elf. Ich habe nicht mal irgendwas daran bearbeitet. Das ist wirklich absolut krass. So, Frankreich ist abgehakt. Wir gehen in die nächste Top-Liga. Es geht nach Italien zum All-Star-Team der Serie A. Vertreten natürlich durch Piemonte Calcio, sorry. Sind natürlich auch überwiegend Spieler von Juventus in der Startelf. Trotz alledem haben wir hier immer noch fünf Nicht-Juve-Spieler in der Startelf mit unter anderem natürlich Christian Eriksen, der neu zu Inter Mailand gewechselt ist. Daneben unter anderem Milinkovic Savic, neben Pjanic im Mittelfeld. In der Dreierkette nicht drei Juve-Innenverteidiger, sondern Koulibaly von Neapel, Gudin von Inter Mailand und zu guter Letzt natürlich auch Handanovic als bester Keeper der Liga von Inter Mailand. Ich sehe gerade, da kommt sogar noch ein weiterer Spieler dazu, ein Sechster, den Calderon
ist natürlich von der Gesamtstärke besser als Cuadrado und kommt natürlich in die Startelf. Daneben natürlich auch solide Juve-Spieler wie unter anderem Cuadrado oder Matuidi, Leiva von unter anderem Lazio Rom, natürlich Szczesny als zweiter Torhüter, Bonucci und Alexandro. Und in der Reserve finden wir natürlich weitere Juve-Spieler und ja, Kolarov hat sich auch noch irgendwie eingeschlichen. Keine Ahnung, wie der immer noch eine 82 hat. Damit bleibt jetzt also nur noch eine einzige Top-Liga übrig, von der wir uns das All-Star-Team anschauen müssen. Natürlich ist hierbei die Rede von Spanien und dem All-Star-Team der La Liga. Und das wird natürlich ganz klar von drei Mannschaften dominiert, Real, Barca und Atletico. Vorne eher der FC Barcelona vertreten mit Suarez und Messi und eben noch Hazard auf dem linken Flügel. Das Mittelfeld wiederum ist quasi eigentlich so das standardmäßige Real Madrid-Mittelfeld. In der Viererkette finden wir zwei Barca-Spieler mit Piqué und Alba und eben auch zwei Real-Spieler mit Ramos und Carvajal und zu guter Letzt eben jetzt noch eben der Spieler von Atletico Madrid mit Jan Oblak. Und Leute, mir fällt gerade auf, ich habe ein bisschen Bullshit gelabert, weil ich habe Atletico Madrid erwähnt, die auch nur mit einem Spieler vertreten sind, in dem Fall eben Jan Oblak, aber der FC Valencia ist ebenfalls vertreten mit Parejo, der ja auch eine 87er Gesamtstärke hat. Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine, Variation sucht man hier beim All-Star-Team der Spanier vergebens. Damit hätten wir jetzt also die 5 Top-Ligen und deren All-Star-Teams abgehakt. Das werden wahrscheinlich auch die 5 Favoriten sein, die sich letztendlich um die Meisterschaft in dieser All-Star-Liga streiten werden. Aber es gibt natürlich noch weitere All-Star-Teams und die werde ich euch jetzt im Kurzformat vorstellen. Da wäre einmal das All-Star-Team der portugiesischen Liga NOS und die können eigentlich nur gewinnen, weil halt alle im Endeffekt krank werden. Die All-Star-Truppe der niederländischen Eredivisie. Die Österreicher, die mit ihrem All-Star-Team von RB Salzburg vertreten werden. Grüße übrigens an der Stelle an den Hansus. Und natürlich darf auch kein All-Star-Team aus der türkischen Super League fehlen. Dänemark ist ebenso vertreten, genauso wie Belgien. Und zu guter Letzt, weil es natürlich auch eine Nation mit vielen begnadeten Kickern ist, auch ein All-Star-Team aus der argentinischen Liga. Damit sieht das Line-Up für die All-Star-Liga also folgendermaßen aus. Wir haben hier also Manchester United, Real Madrid, Bayern, Piemonte Calcio und Paris Saint-Germain, die eben auch allesamt 5-Sterne-Mannschaften sind und das Ding unter sich ausmachen werden. Dann 4 Vereine dahinter, die sich alle so streiten, 4,5 Sterne mit unter anderem Ajax, Benfica, Lissabon, Galatasaray und Buenos Aires. Anderlecht ist dann halt so relativ eigen, nicht 3,5, aber auch nicht 4,5. Und dann zum Abschluss natürlich noch die schwächsten Teams, von denen ich eins nehmen werde, mit RB Salzburg und ich werde das Schwächste nehmen mit dem FC Kopenhagen. Bevor ich jetzt hier eine Runde simuliere, würde mich interessieren, auf wen ihr setzt für dieses Experiment. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen am Zweifeln zwischen der Bundesliga, der spanischen Liga und dem All-Star-Team der Premier League. Aber was meint ihr? Für welche Liga seid ihr? Schreibt es mir sehr, sehr gerne unten mit einem Hashtag in die Kommentare, auf welche Liga ihr setzt für dieses Experiment. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt also los. Ich simuliere die Hinrunde und wir sehen uns gleich wieder. So, die Hinrunde ist vorbei. 12 Spiele wurden also gespielt und die Tabelle sieht sehr interessant aus, kann ich schon mal sagen. Ich habe gerade einen kurzen Blick drauf geworfen. Ich kann euch schon mal sagen, wir als FC Kopenhagen haben keinen einzigen Punkt geholt. Aber wir haben, glaube ich, gegen jede Mannschaft ein Tor gemacht. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Dann gehen wir das Ganze einfach mal von unten nach oben durch. Auf Platz 12 eben wir, der FC Kopenhagen, keinen einzigen Sieg geholt. Und ja, auf Platz 11 dann RB Salzburg, die, glaube ich, ihren einzigen Sieg gegen uns geholt haben. Galatasaray dann auf Platz 10, das wundert mich ehrlich gesagt, weil die ja eigentlich eine dieser 4,5-Sterne-Mannschaften waren. Die sind sogar hinter Anderlecht. Die dann eben auf Platz 9 sind mit 11 Zählern hinter Buenos Aires, also ich glaube Boca Juniors übrigens, für die Leute, die sich fragen, Buenos Aires gibt es eigentlich gar nicht in echt als Verein. Ja, das liegt glaube ich irgendwann an irgendwelchen Lizenzsachen oder so, deswegen heißen die Buenos Aires, aber eigentlich sind es die Boca Juniors. Die sind auf Platz 8 mit 13 Punkten, 3 Punkte davor wiederum haben wir Ajax Amsterdam mit 16 Zählern und 4 Punkte davor Benfica Lissabon mit 20 Zählern, die auch gerade mal 4 Punkte hinter dem All-Star-Team der Serie A sind, wo ja eigentlich Ronaldo das Team anführen sollte und vielleicht zu mehr Erfolg als Platz 5 führen sollte. Auf Platz 4 haben wir dann den FC Bayern, also das All-Star-Team der Bundesliga, mit 25 Zählern, ein einziger Punkt vor dem All-Star-Team der Serie A. Auf der 3 dann eben das All-Star-Team der Premier League. Das, muss ich sagen, hat mich extrem gewundert. Also die haben gerade mal 9 Gegentore, aber eben 3 Niederlagen, ein einziges Unentschieden und halt diese ganzen Top-Spiele gegeneinander. Wenn man es halt verliert, dann ist das in so einer Liga, wo auch nur 12 Spiele gespielt werden für eine Hinrunde, bisschen suboptimal. Also das hat mich definitiv mehr als nur ein bisschen verwundert. Auf Platz 2 haben wir dann das All-Star-Team der französischen Liga, also quasi einfach die stinknormale Paris Saint-Germain-Elf, die da spielt. Und also,
ja, die sind einfach Zweiter, obwohl sie von der Mannschaft viel schlechter sind als alle drei, oder nicht unbedingt alle drei, aber mindestens zwei der drei Mannschaften, die hinter ihnen sind. Und natürlich zu guter Letzt auf Platz 1, da muss natürlich nur noch, oder kann eigentlich nur ein Verein kommen, in dem Fall auf Platz 1 liegen, mit gerade mal einer einzigen Niederlage, sonst 11 Siege aus 12 Spielen geholt, 33 Punkte, natürlich die All-Stars der spanischen Liga. Der Grund dafür wird wohl Eden Hazard sein, der spielt nämlich unfassbar stark auf, 14 Tore in 12 Spielen, mehr als jeder andere hinter ihm, 5 Tore mehr als der Zweitplatzierte, also der eskaliert wirklich vollkommen, also das hat sich wahrscheinlich auch Real Madrid in echt erhofft. Dazu haben sie natürlich auch mit Oblak einfach den besten Keeper in FIFA 20 am Start. Und wenn deine restlichen Spieler so Namen sind wie Sergio Ramos, Luis Suarez, Messi, Kroos, Modric und Co., dann kannst du halt auch mal gut und gerne Erster sein. So, wir dann jetzt also zur Hinrunde. Wir springen jetzt natürlich nicht ein weiteres Mal in den Kalender, weil den gibt es nicht mehr im Turniermodus. Ich simuliere jetzt also nochmal die Rückrunde, die nächsten 12 Spiele. Und zum Ende seht ihr dann nochmal die Tabelle, aber das schauen wir uns gleich zusammen an. Die All-Star-Liga ist beendet, Hazard hat sich nochmal den Spieler des Monats Award für den Oktober geholt und wir blicken jetzt also auf die Endresultate und ich kann euch schon mal spoilern, tatsächlich hat Kopenhagen 3 Punkte geholt. Also was auch immer in der Rückrunde passiert ist, Paris, die All-Stars der französischen Liga sind einfach mal auf Platz 5. Und das, obwohl sie vorher auf Platz 2 waren, mit Vorsprung. Kommen wir aber ganz kurz noch zu den Vereinen hinter den Top 5 Teams. Und das ist, glaube ich, nicht so interessant. Es gibt eben die 4,5-Sterne-Mannschaften wie Ajax, Benfica, Galatasaray, Buenos Aires, die eben alle ungefähr auf einem Level sind. Und am Ende konnte sich da Ajax durchsetzen. Zum Team der belgischen Allstars, also quasi zum RC Anderlecht, da hat ja meine Beschreibung auch sehr, sehr gut gepasst, weil ich meinte, die sind auch von den Sternen her und so nicht auf dem Level für die Vereine vor denen, aber halt auch nicht auf dem Level für die Vereine unter denen. Und zu guter Letzt ganz unten eben noch quasi Salzburg und natürlich Kopenhagen, wer auch sonst. Jetzt geht der Blick aber wieder nach oben. Wir wissen schon mal, die schlechteste Liga der Top 5 Ligen ist die französische. Da haben die Allstars scheinbar in der Rückrunde derbe missgebaut und sind einfach mal eben auf Platz 5 abgerutscht. Und davor haben wir jetzt wiederum auf Platz 4 die Bundesliga. Das All-Star-Team der Bundesliga ist nur Vierter geworden. Leider Gottes auch nur einen einzigen Punkt vor den Franzosen in dem Fall. 22 Spiele, 13 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, 43 Punkte am Ende auf dem Konto, Tordifferenz von 20. Reicht halt wahrscheinlich für den Rest, aber in den Top-Spielen haben sie wahrscheinlich nicht so die beste Figur gemacht. Davor haben wir wiederum, ich würde jetzt mal auf die Serie A tippen und so sieht es aus. Piemonte Calcio dann wiederum 2 Punkte davor, 1 Unentschieden weniger, dafür ein Sieg mehr auf dem Konto, was eben 2 Punkte mehr bedeutet, 41 Tore, 20 Gegentore, Tordifferenz von 21 und damit eben Platz 3 bei den All-Stars. Auf Platz 2 müssen wir dann eigentlich nach logischer Schlussfolgerung das All-Star-Team der Premier League haben und genau so sieht es auch aus. Die haben aber nochmal vollkommen eskaliert in der Rückrunde, haben einfach mal eine Tordifferenz von 37, 55 Punkte am Ende auf dem Konto und damit einfach mal 10 Punkte mehr als der Drittplatzierte. Was also natürlich nur bedeuten kann, dass das All-Star-Team der spanischen La Liga das Experiment gewonnen hat. 2 Niederlagen sind es am Ende geworden, 57 Tore gemacht, die wenigsten Gegentore kassiert, Tordifferenz von 44 ist eine absolute Macht und am Ende 60 Punkte auf dem Konto. Also am Ende sind wirklich die All-Stars der Premier League nochmal sehr nah rangekommen auf 5 Punkte. Wenn die in Runde genauso abgelaufen wäre, dann wäre das wirklich ein sehr, sehr interessantes Duell gewesen. Quasi auch zwischen den beiden Favoriten, aber der Rest, also quasi Platz 3, 4 und 5, sind ja wirklich vollkommen abgeschlagen. Zu guter Letzt noch ein kurzer Blick auf die Torschützen. Da ist am Ende Eden Hazard auch Torschützenkönig geworden. 23 Tore in 22 Spielen, Abstand nach hinten immer noch immens, auf Lewandowski vielleicht nicht, da sind es gerade mal 6 Tore, aber auf den drittplatzierten Cavani sind es dann schon wieder 10 Tore. Bei den meisten Spielen ohne Gegentor, da ist es eben ein Rennen, natürlich zwischen den beiden besten Torhütern, Jan Oblak und Alisson. Und tatsächlich gibt es nur 8 Spieler, die eine rote Karte sammeln konnten und einer davon ist tatsächlich Immobile. Auch nicht schlecht. Gut, Leute, das soll es an der Stelle gewesen sein vom heutigen FIFA-Karrieremodus-Experiment mit den All-Stars, mit der All-Star-Liga und wie das Ganze eben quasi im Fußball laufen würde, wenn man eben sowas wie aus dem Basketball hätte. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Aufwand für das Ganze hier mit einem Daumen nach oben belohnen könntet. Ansonsten abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und an der Stelle verabschiede mich also, haltet eure Augen offen, Leute. Morgen um 10 Uhr kommt ein neues Format oder ein wiederkehrendes Format mit einem anderen YouTuber, mit dem lieben Lechis. Checkt es auf jeden Fall ab, morgen um 10 Uhr. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Bis dahin, haut da rein und ciao.